Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Let's Play. Wie ihr seht, es ist The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Kurz zur Erklärung, ich habe das Spiel damals, ich glaube 2010 war es, gespielt. Ich habe es nie beendet, weil ab einem gewissen Zeitpunkt kam Backtracking, man musste wieder in alte Gebiete etc. pp. Und die Steuerung des Spiels hat es mir damals doch sehr verhagelt. Ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal eine Chance in Form eines Let's Plays und mal gucken, wie lange ich dieses Mal durchhalte. Bleibt dran. So, wir wählen erstmal aus. Neues Spiel. Natürlich bleiben wir Link. Früher habe ich immer Mark genommen. Oh, noch eine Intro-Sequenz. Die andere Intro-Sequenz habe ich gerade eben auch schon gecaptured. Die gibt es in einer separaten Playlist, wo viele Intros und oder Outros, glaube ich, sind auch mittlerweile drinne. Ja. Reingehören. Oh Junge. Ja, wie ihr wisst, wird in Zelda selten bis gar nicht gesprochen, zumindest in den alten Teilen. Ich werde die Dialoge, Monologe nicht vorlesen. Auf jeden Fall merkt man dem Spiel an, dass es aus dem Wii-Zeitalter entstammt. Aber es war früher so richtig verwaschen. Also wenn man es heute auf dem, ja, auf dem Flatscreen sich anschauen würde. Ich glaube, da hat sich jemand erschreckt gerade. Aber wie heißen die nochmal auf Deutsch, die Vögel? Auf Englisch heißen die Loftwing, aber ich weiß nicht mehr, wie sie auf Deutsch heißen. Ja, anstatt einfach eine WhatsApp-Mail zu schicken. Nein, man schickt noch Briefe. So, heute ist eine Zeremonie und wir sind mit Zelda verabredet. Boah. So, das geht. Kamera kann man nicht bewegen auf dem rechten Stick. Irgendwie laufen, das geht auch nicht. Okay, da war gerade aber etwas mit Kamera drehen. Okay, wenn ich linken Stick drücke, linken Stick. Wenn ich den hinteren L-Knopf drücke, positioniere ich die Kamera scheinbar wieder nach vorne. Beziehungsweise hinter Link. Also L halten. Okay, so kann ich. Ah, okay.
schon ziemlich doof gemacht, wenn ich das mal so dreist sagen darf. Das heißt, ich habe hier den hinteren L-Knopf. Ich nenne ihn jetzt einfach L2. Ja, ich weiß, PlayStation. Und ich habe den L1-Knopf, um das zu machen. Das ist schon ziemlich belastend. Oh, gehen wir mal auf die Toilette. Na gut, ich habe nichts gegessen, nichts Stimmt, das ging ja auch. So, wie komme ich jetzt hier raus? Das sieht wie eine Eingangshalle aus. Das heißt, wir gehen hier rein, dann müsste das... Ne, Zimmer von Link. Von da komme ich doch, verdammt! Direkt schon mal die erste Hürde, die ich nicht nehmen kann. Ich komme hier nicht raus aus diesem Gebäude. Badusreich. Ah, ja gut, hier geht's scheinbar raus. Ich habe noch keine Ahnung, wie lang die Folgen so in etwa werden. Ich schätze mal so zwischen 15 und 25 Minuten. Möchte die im Prinzip so kurz wie möglich halten. Okay. Speichern wir schon mal, ne? Ja, ich möchte gerne speichern. Vielen Dank. Oh, das ist ein Käfer. Können wir bestimmt einfach mal fangen. Ich will die werfen. Hat mich erschreckt. Der sieht aus wie ein Elb aus, Herr der Ringe. Okay, das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich klettern müssen. Du sprintest. Okay, wie sprinte ich denn? Ah, okay. Kurz Kamera drehen. Let's go. Ah, geht doch. Boah, diese Steuerung. Genau, Zelda wartet schon. Tut mir leid, ich hab zu tun. Okay, ich überlege gerade tatsächlich, ob ich auf Joy-Con-Steuerung zurückgreifen soll, denn es ist zum Kotzen hier die Steuerung. Ganz ehrlich, es macht keinen Spaß. Warum springst du runter? Okay, ich stelle mich halt was dumm an, aber so bin ich halt. Im Videospielen. Oh. So, probieren wir es nochmal. Wir kriegen das Kätzchen schon gefangen. So, nicht mehr weit. Dran. So, Kätzchen haben wir.
wenn es überhaupt ein Kätzchen ist. Es macht Miau-Geräusche, ist das nicht süß? So. Wie kann ich das denn jetzt werfen? Ha! Geht doch. Wo ist denn das Vieh jetzt hin? Ach nö. Hör mal, kann das sein, dass du dumm bist? Ja, hast du Pech gehabt. Das ist dein Problem jetzt. Wie geht's zu Zelda? Oh, die Steuerung ist zum Kotzen. Es tut mir leid, ich weiß, ich meckere jetzt schon die ganze Zeit. Ausdauerfrucht erhalten. Diese geheimnisvolle Frucht stellt deine Ausdauer wieder komplett her. Wow, das ist aber nett von dir. So, mal gucken, was die gute Zelda zu sagen hat. Er sieht sehr verliebt aus. Jetzt erwacht, jetzt kommt Ohio Link. Okay, ganz bold. Ich weiß, ich bin damit ziemlich alleine. Aber diese Zelda ist meine liebste Zelda. Vom Optischen her. Alter Langschläfer. Oh, Tutorial Time. Ja, also ich finde, das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass ich besonders bin, wenn mein Wolkenvogel ja auch besonders ist. Ah.
Oh, Zelda war eifersüchtig. Ich muss aber auch sagen, ich finde den roten Wolkenvogel von allen am schönsten. Und genau das, was Gepora gerade sagt, hasse ich so an unserer Welt. Ich hoffe, ihr hört dieses Knirschen im Hintergrund nicht, was ich gerade auf den Ohren habe. Denn ich weiß einfach nicht, woher das kommt. Es kommt immer mal wieder. Auf geht's, spring von der Plattform und rufe deinen Wolkenvogel, so wie immer. Alles klar, ich werde sterben. Ich wette es, ich werde sterben. Die ist schon rabiat, die Kleine, ne? Nicht? Mutig ist sie auf jeden Fall. Arme Tier doch nicht so überlasten. Okay. Ja gut, ihr Lieben, das war der Anfang von Skyward Sword HD. Ich konnte nicht viel reden, viel Zwischensequenzen zwischendrin. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Ich bleibe jetzt erstmal dran, überlege für die nächste Zeit dann aber auf Bewegungssteuerung umzusteigen, denn die Controllersteuerung ist much. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.